Hier mal drei Missionsziele. Siegpunkt, Missionszielmarker 6. Ja. Der wäre da hinten. Hier. Nein, wie praktisch. 3 W3 Siegpunkte, dann spielst du mindestens 2 gleichzeitig, mindestens doppelt so viele Missionszielmarker als wie dein Gegner. Dafür gibt es auch W3. Das dürfte zu schaffen sein, eventuell. Sag mal. Und ein Siegpunkt für Missionszielmarker 2, der praktischerweise hier steht. Na guck, sind ja schon mal 2. Das sieht doch praktisch aus für den ersten Zug. Dann fangen wir mal an, dann gucken wir mal erstmal, ob die Spinne noch ein schönes Base-Skarabäischen ausscheidet. Das macht sie. Die Spinne gibt den hier Reanimationsprotokoll als für die Runde. So. Dann bewegen die sich mal. Pop. Schwupps, da kommen sie angehüpft. Die wollen beschossen werden, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob sie beschossen werden wollen oder ob sie selber schießen wollen. Na, aber die haben ja nur 12 Zoll. Oder? Insofern, ja, stimmt, hast du recht. Genau. Ja, schauen wir mal. Ja, als Harlequin-Spieler, da kriege ich immer Panik, wenn ich die Jungs sehe. Weil die meinen Harlequin immer so böse in den Hintern versohlen. Ja, das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist immer so bitter. Mal auf meinen kleinen hier, mein Jubiläumsmännchen. Ja. Der hat gerade gute Laune und dann soll der da vom Feldchen raus. Und die Spinne hält das Missionsziel. Du bist ja ein Fuchs vor sie. Ja, ne? So hin und wieder Sternzeichen Fuchs. Und da ist Sternzeichen jetzt, Schwan. Da vorne ist jetzt Ork-Movement am Start. Green Tide for the win. Genau. Kann ich auch nochmal wieder spielen, ne? Ja. Ich finde ja immer noch, wir sollten so ein Schieber wie beim Roulette. Warte, sag einfach so, oh, guck mal, ich hab viele. Weil der Besen, der macht so unschöne Spuren auf den Mann. Ja. Das hat nur Green Tide, ne? Consolidation Move, 1 Zoll. Achso, genau, der Kryptek, der ist da in der Einheit mit drin. Right? Stimmt, korrekt, okay. Genau. Okay. Stau in der Ausstellungszone, das wird langsam. Da muss ich jetzt geschickt bewegen, weil die Maul sie. Da bin ich ja froh, dass ich keine wirklichen Massenarmeen spiele eigentlich. Obwohl, das, also wenn ich mal jetzt so auf die Matte gucke, die bin ich mir ja da nicht so sicher. Ein neuer Orkenclan, die Blechmännchen-Orks. Ja. Blechköppe. Ja. Blechköppers. Ja, die bewegen sich keine ganze 6 Zoll. Aber ich finde es schön, die haben so eine Formation. Das wie beim Billard fast, ne? Ja. Rolling hier, zack, Kugel so rein, yay, abgerollt. Ja. Mich hat das eher erinnert an die Römer bei Asterix und Obelix immer. Achso, ja, das geht. Dreiecksformation. Ja. Das Pizzastück. Die Stachelbeere. Schildkrötenformation. Das ist Schwänchenlachen. Und mein absolutes Highlight ist die Schweinebärmann-Formation. Die Schweinebärmann? Die Schweinebärmann-Formation. Was ist da für ein Moped? Da liegen sie dann alle auf dem Rücken und kraulen sich den Bauch. Den Bauch? Den Bauch. Ah. Oder vielleicht auch... Das sprechen wir jetzt aber nicht weiter. Das Ohr. So, dann haben wir uns bewegt. Na, wir nicht. Oh, du. Ich mich bewegt, ja. Ich spreche von mir meistens. Oder darf ich auch? Achso, ah. Nee. So, dann machen wir weiter mit Beschuss. Denn dieser Battle Report ist 100% psi-phasenfrei. Stimmt. Ja. Wunderbar. So ein Quatsch braucht ja keiner. So, dann fangen die Two-Plates an, auf die Moppets da zu schießen. Dürfte nicht Schnellfeuer sein, nein, weil sonst hätte einer von uns falsch aufgestellt. Bei 24 Zoll in der Mitte. Klugscheißer? Ja! Das ist morgens auch immer da. Was man total klug, für ein Klugscheißer, hup. Was? Ein Klugscheißer, hup. 6 Schuss synchronisiert auf die Bikes. Auf die 3. Und was ist das PT? Ist das ein 6? Das ist das Rhine-Toppers Emblem für die 6, genau. Ah. Habe ich vergessen zu sagen. Okay. So, 2 das Stück. Das reicht, wenn der Dennis das durch Schmerz lernt. Okay, oh. Die 2 nicht. Und jetzt die haben Widerstand 5. Widerstand 5, also auf die 4. Oh, 2 Stück. Na. Also die vorderen 8 Warriors sind in Schussreichweite auch für auf die Bikes. Aber die haben doch gar nichts getan. Da wäre jemand First Blood. Ja, auch wieder auf die 3. Mhm. So, der nicht. Das war...
Ich hebe mir die hohen Zahlen für später auf. Ah, ja, das ist. So, Stärke 4 auf Widerstand 5 wäre auf die 5. Hinten kommt eine 2 an. Ein Treffer. Einer. Eine Runde. Jupp. Jupp. Safe. Na, 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 na. Ja. Der Zetan. Auf die Thermis, was macht er denn? Auf die Thermis. Schauen wir mal. Ziehen wir mal die goldene Mitte. Mhm. Der macht den Antimaterie-Meteor. Stärke 8, DS3, Explosiv 5. Okay. Ist zwar leider nur DS3, aber Explosiv 5 Zoll ist natürlich nice. Also super. Kann man so machen, ja. Hier schön aufs Käffchen vom Korrekt. Chef. Da sind alle mit dabei. Schauen wir mal. Das geht, was hat der für ein BF? 4 oder 5? 4. Dann also sind es noch 3 Zoll in diese Richtung. Bop. Flop. Da sind halt immer noch 4 drunter. Na also, guck. Gib es Schlimmeres. Ja, mit Stärke 8. Auf die 2. Ui. 2 Stück. 2 nur. Und 2 brauche ich. No. Warte, zeig den Schädel nochmal. Ja. Thermis hier, ne? Thermis machen das, was sie am besten können. Einsen fressen. Oh. So, die Prätorianer wollen rennen. Na guck. 4 Zoll. Mhm. Pöbelipöp. Sag mal, Dennis. Ja, du hast mir meine Kanone geklaut. Nein, ist das eine Sonderregel, dass die Salvenkanone infiltrieren darf? Schnauzen, Alter, ey. Schwänchen rockt. Das Schwänchen rockt. Ja, die darf infiltrieren, die darf sogar fliegen hier. Pum, 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 pum. So, die Skarabäenrennen. Unfassbar. 3 Zoll. Ich da. Und die Wrath rennen. Ne. Wow. Schaffel, schaffel. Schaffel, schaffel. Ja. Ist okay. So. Der zweite Blob Warriors und die Immortals, wollen die rennen? Ja, die wollen auch rennen, das ist korrekt. Dann fangen wir mit denen hier an. 5, 2. Da guck, siehst du? Die sind aber mal mobil, du. Ja. Hör mal. Ja, die sind total traurig, weil die nicht schießen durften und deswegen müssen die jetzt rennen. Ja. Also müssen sie halt näher ranrennen, weil sonst ist er ja doof. Robotern die Aggression quasi abbauen müssen. Ja, also 1-1-0-1-0-0-0-1-1-0-1-0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 -
Özil mal hier vorne schickt eine Runde rum. Guck mal hier, Dr. Solberg. Genau so, der kann auch nur so. Ja. Mehr geht nicht. Die haben auch einen sehr retro Stormbolt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, genau. Ja. Die wollen durchs Häusle durch. Wer, er jetzt oder die? Alle. Vier. Platz, Crips, Platz und Crips. Wie soll ich das denn filmen? Das ist, weiß ich nicht. Du bist unser kleines Kamerahäschen, du kannst das wohl. Der Tobi mit dem wilden, ungezügelten Superkamera-Style. YouTuber-Look, wollen wir mal YouTuber-Style machen? Harte, immer harte Schnitte. harte Schnitte und schnell ins Gesicht und wieder raus und warte, dann grimm und. Bing, 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 bing. Die kleinen Männchen. Höppeli-pöpp. Wollen auf jeden Fall, ja, dann geht's mal sechs Zoll nach vorne hin. Nur, wieso nur sechs? Tot. Ja. Weil du willst doch... Ja, das ist richtig. Also, eventuell. Ich weiß ja nicht, was du, aber nee, würde ich jetzt nicht. Ich überlege jetzt gerade, wenn die 12 Zoll fahren, dürfen die ja nochmal normal mit BF Feuer? Hilf mir doch mal auf die Sprünge. Ja, dürfen sie. So. Das ist ja der Vorteil bei Bikes. Ja, was weiß ich. Because sie sind relentless. Ah, ja, okay. So, die wollen sich decken bei Becker. Genau, 6 Zoll. Das war's. Ey, hier, DennisLoadedDice.com. Schon zweimal 5 und 6. Alter Schwede, gib mir mal ganz hart auf den Keks. Oh, Tobi. Und solange er die beim durchs Gelände bewegen verwendet, dann ist das egal, ne? Ja. Ja, ja, nee. Kann er so beim Feuern, kann er so dann. Für Moralwerteste, bitte. Ja, oder so. So. Wie die beim Feuern laufen, gucken wir mal jetzt. Ich guck mal, wo ich jetzt drauf schieße. Unsichtbare Imperial Space Marine schießt auf die Spinne. Der ist Rest der denn in Reichweite? Ebenfalls. Misst doch mal eben. Ja, ist er. Habe ich vorher schon gemessen, weil ich wusste, dass der gleich wieder unsichtbar ist. Auf die Dreh. Jopp. Und, ach hier, taktische Doktrin. Aber. Was denn jetzt? Ja, machen Space Marines immer erste Runde. Ich bin Ultramarine. Alle meine taktischen dürfen. Weißt du, das wäre jetzt sehr nett vom Fossi, wenn er dich das jetzt noch machen lässt, weil du musst das doch zu Beginn. Das stimmt. Darf ich das noch machen? Aber nur, weil heute Montag ist. Dankeschön. Okay. Gut. Das hast du davon. Das ist das Karma. Ne, ist doch gut. Ist doch gut. Dann zuerst der hier. Stärke 5 auf Widerstand 6. Der braucht eine 5. Nope. Ja, und ist die brauchen 6. Nö, auch nicht. Ja gut, das Karma wieder dann. Ne? Oh, das ist richtig. Dann sind hier noch 4 Bolter drin, die auf den Katana vorne drauf schießen. Sturmbolter. Nope. Kataphrakti, dementsprechend ist es der Kombi-Bolter, den auch das Chaos hat. Ah! Der ist synchronisiert. Entschuldige Gänse. Zap. Und was hat das Moped für einen Widerstand? 10.000 wahrscheinlich. 100 Millionen, 42. Ja. Widerstand 7. Dann auf die 6 auch. Das ist eine. Der braucht nur 3. Der 4er Retter, oder? Einmal. Ja, safe! Das war gut. Dann sind da 5 Bolter ebenfalls. Wollen die überhaupt da reinschießen? Die schießen noch gar nicht. Nein. Wie war denn jetzt? Donnerfeuer, Salvenkanönchen ist am Start. Ja. Ja. Was geht denn das? Nee, ich wollte sagen, das ist nur eine Lafette. Ich sehe da. Braucht keine Line of Sight, braucht noch nicht mal einen großen Oberbau. Beziehungsweise das Gute ist, der Oberbau steht relativ nah sogar. Donnerfeuer Salvenkanone da drauf mit dem Stärke 6 Schuss. Oh, der erste ist. Oh, der geht 4 Zoll zur Seite. Jetzt hast du Line of Sight? Oder? Von dem Männchen aus hier? Ja. Nix. Gut wäre. Ja, gut. Okay. Ja, dann ist da. Essig? Essig. Essig. Genau. Das ist nur die eine? Nein, nee, da fängst du doch anderen. Wir haben nochmal hier, Line of Sight ist relativ schnicki-schnacki bei Tech Priest eigenartig gewesen. Wir haben es ausgewürfelt, weicht voll ab auf den. Wenn ich da jetzt noch Barrage würfel, der hat den relativ geklippt, dann ja, wären 4 quasi. Ja, aber also egal was du würfelst, du kannst die immer so platzieren, dass du den immer kriegst. Du kriegst aber sonst nichts. Richtig. 4-mal Katan. So. Stärke 6 auf, Widerstand 7, brauche ich 5. Ja, das ist richtig. Habe ich 2. Auf die 4 meines Wissens nach. Genau. Jo. Alter, nicht schlecht. Fossysloadeddie.com. Mhm. Dann machen doch die Bolter Dudes weiter und schießen ebenfalls auf den Katan. Synchronisiert in der ersten Runde.
Und brauchen 6. Eine. Und eine 4 gehalten. Alter Schild, das hat der 4 Mann. Hier, Mann. Besser als Thermirüstung. Ja. So. Dann sind als nächstes die hier dran. Knatter, knatter. Ja, komm, die knattern wieder hinten rein. Nein, die sind zuerst dran. So. So, jetzt muss ich mal einen Würfel zählen. So, die dackern da vorne in die mal rein. Chink. Chink. Okay. Dann zuerst die Bolters. Einsen wiederholen. Ist auch synchronisiert, oder? Nee, nur die taktischen sind synchronisiert. Und alle anderen Waffen, da darfst du einsen. Nee, an Bikes. Space Marine. Achso. Bike. Ja. Und Widerstand ist 5. Insofern ist es nur ein einziger im Moment. Im Bolter. Gechinkt. Der King der Vierer-Saves. Ja. Ja. Und dann die Astartes Grenade Launcher. Die 1 darf auch wiederholt werden. Und aber Stärke 6, also auf die 3. Das sind 5 Stück. Mit DS? Nö. Achso, also hast du ganz normal deinen 3er Safe, ne? Mhm. Der Skippe, den würfel ich gerade. Ja, das sieht aber scheiße aus. Also eine 1. Also 2. 2 tot. 2 Stück. Belastet. Die da kann ebenfalls nochmal da rein. Bin ihn schnell Feuerreich weiter. Ja, einmal reicht ja. Also, dann ist das ja bis zum Ende. Achso. Brauchst du gar nicht, nicht theoretisch. So, und auf die 5 wieder. Das sind 4 Stück. Noch einer dort. Da vergisst du seine wichtigste Regel. Das wichtigste, Reanimationsprotokolle, 3 Stück. Na guck, 2 Stück. Alter. Ja. Dennis, da weißt du mal, wie es mir jedes Mal geht. Da kaufe ich dir die Würfel hinterher. Da kriegt Dennis seinen Schieß zurück. In meinen Händen funktionieren die nicht. Definitiv. Die chargen da rein. Abwehrfeuer. Jo. 5 Stück. Bitte reichlich, bitte zahlreich. Keiner. Synchronisiert. Stimmt. Da guck. Eine. Und dann kannst du das Ganze nochmal machen. Das sind nämlich 10 Schuss. Weil du jetzt im Schnellfeuerreichweite bist. So. Wird ein Schuh raus. Da hat der Dennis nicht ganz unrecht. So. Synchronisiert. Da guck. Noch einer dazu. Das sind 2 Stück. Auf die 4. Eine. Nope, nix. Charge Distance. Drin ist das. Pop. Das Charge Distance voll drin ist das. Dann hättest du 5-mal Hammer of Wrath auf irgendwie Schritt Zeit. Auf die 4. 5. Genau. Nix. Ja. Läuft. Die Bikes haben zuerst drauf, auf die 4. Fünf. Ist einer nur. Ist nicht viel. Dreier safe. Zurück. So. Die hauen dann mal so ein bisschen zurück. Auf. Die 4. Ja. Nice. Kann man machen. Kann man mal machen. Und auf die 5. 5, ja. Alter. Lost! Wie doof. Moment, wo ist der ohne Atemmaske und ohne Pimmelchen der, dran? Der da. Ja, guck, da muss der weg. Pöp! You have lost the Nahkampf. Ja. Alles gut. Lauf weiter. English for Runaways. Ich habe leider noch nichts kaputt gemacht. Nein. Wie ärgerlich. Aber ich halte Objective Nummer 3 ist meins. Und Ascendancy habe ich ebenso. Dementsprechend einmal gucken. W3. Einer. Läuft. Ja, damit 2. Steht 2 zu 2. Möchtest du No Mercy, No Respite behalten? Irgendwann will ich mal kaputt machen. Das schaffst du irgendwann, ne? Irgendwann schaffe ich das. Ich bin da guter Dinger. Ich bin da echt guter Dinger. Ich nehme euch mal mit rüber zum Tisch, während der Fossi sich schon wieder neue Gemeinheiten raussucht. Ja. Damit haben wir fairerweise nach Ende von Zug 1 2 zu 2. Und du kriegst 3 Missionsziele. So, meins. Gezielte Tötung. Gezielte Tötung. Du hältst am Ende des Zuges Charaktermodell. Boah, kriegen wir hin, denke ich. Das kriegen wir hin. So. Luftraum sichern.
Ärgerlich? Ärgerlich geht noch nicht, aber gut. Kommt schon. Du hältst mir 3 Siegpunkte, wenn du am Ende deines Zugs 3 Belege. Nein, wie geil, jetzt hat er beide Vormarsch gekriegt. Dann. Schauen wir mal, was wir machen. Necrons, Zug 2. So, die Spinne produziert wieder ein Einheitchen. Mal gucken, was es wird. 6 passt. So. Bastet, wackelt und hat Luft. Bast, wackelt und hat Luft. Der Zetan bewegt sich 6 Zoll hier rüber. Wer hat den Ton nicht ausgemacht? Das ist eine gute Frage. Die Skarabäen bewegen sich hier hinten hin. Weil der vor sie ist ein Taktikfuchs. Er versucht zumindest einer zu sein, ja. Klappt schon. Wird schon. Kann man tatsächlich zurückschreien? Die Wrath bewegen sich nach vorne. Oh, hoffe zumindest. Mann. Machst du nochmal, da vibriert so schön. Die Spinne zieht 6 Zoll dazwischen. Dann haben wir die Prätorianer, die bewegen sich 6 Zoll. Warte. Kommt eine Menge drauf, ne? Ja. Hallo, ich habe da 70 Punkte stehen, die werden das Ding schon rocken. Echt? Nein. Die armen kleinen Schlümpfe. So, dann geht's hier hinten weiter. Dann haben wir hier die schönen Warriors, die bewegen sich 6 Zoll nach vorne. Um schön in Schnellfeuerreichweite zu kommen. Das ist der Nachteil an kleinen Trupps, ne? Aber ich gönne dir das ein bisschen. Ich erinnere mich noch an den Bolt Action Battle Report mit Rangers lead the way! Nur für mal Trupps und dann stand ich da! Mit 3 Kommandowürfeln! So, und die Warriors bewegen sich in die Richtung. Du bist aber nachtragend. Boah, das war so hart. Es gibt Schuldes immer. Vorsicht, während du Püppchen stellst, ne? Mhm. Es wurde ja aus der Community angeregt, dass wir das 2000er Special nochmal machen mit den Dropbots. Diesmal spielt der Dennis die Zäpfchen, die Dark Elder, und ich spiele die Space Wolves mit den Dropbots. Okay. Würdest du das sehen wollen? Auf jeden Fall. Guck. Ja, dann machen wir das. Gucken, wie die dunklen Zäpfchen den Arsch versohlen kriegen. 2000 Punkte. In 1,5 kriegt er auch schon rein. Frag mal Carsten. Da ging er sogar schon bei 1000. Ach stimmt. Das waren 1000. Das waren nur 1000 Punkte. Oh, okay. So, und die hübschen Immortals, die laufen hier an das Missionsziel ran. Ein Fuchs. Na, durch Deckung wegen hätte schief gehen können. Vorsicht. Außerdem, falls die es wirklich schaffen, meine Tomblades zu vernichten, haben die da ihren Deckungswurf. Du, ich kann ja aus eigener Erfahrung leidgeprüft sagen, dass Necrons leider sehr widerstandsfähig sind. Ich weiß. So, meine Harleys. Lass mich kurz überlegen. Dann hat sich alles bewegt. Dann kommen wir zur Beschussphase, würde ich mal behaupten wollen. Darpsi-Phase Flachfeld. Jetzt. 27 Schuss von den Warriors da hinten auf die hübschen Taktischen. Auf den da? Ja, auf den hier. Oh, aber hier, ich gebe Todesstoß mit dem Pinken. Todesstoß mit dem Pinken, ja. Rosa Schweinchen auf die Nase. Durch Wasserbausch. Ja. So. Auf die 3 treffen sie. Oh, der Pinke nicht. Das aber macht nichts. Ansonsten nicht schlecht. Das ist nur eine 2. Ja. Kann man machen. Wir schwitzen gerade ein bisschen in der Wand. Widerstand 4, oder? Ja, aber das liegt an der Lava, ne, dass die schwitzen, weil er zu warm ist. Auch. Auf die 4. Deswegen nur. Ja. Jetzt hättest du gerne Reanimationsprotokolle für Schwächen. Das ist schlechter als vorher, aber das dürfte reichen. Oder könnte reichen. Immerhin 4 Einsen, die sich schön gepaart nebeneinander gelegt haben. Waren sogar 6. 9 Stück! Dennis, du hast schon Unwahrscheinliches rausgeschafft. Ja, zu verkacken. 2 Tote. Das ist okay. Pop! Pop! Das ist okay. Für das, was da um die Ecke gekommen ist, ist das okay. Ja. Ultramarines! So. Dann machen wir mit dem Warrior-Trupp weiter. Der macht einmal genau das Gleiche. Allerdings schießt der Kryptek mit dem Stab des Lichts. Das heißt, blenden auf die. Mhm. Das machen wir mal als erstes. Das sind 3 Schuss. Mhm. Auf die 3. Auf die. Ich stecke alles hin.
kleinen Augenblick. Ha! Haben wir dich erwischt. Ich komme mit dem so selbst zu schießen, deswegen. Stärke 5, die ist 3 mit 3 Schuss. Das ist ein gutes Hinkammerstehen. Gut, dass ich Hinkammerstehen, genau. Auf die Reihe. Ja. Keiner dabei. Das macht auch nichts. So, das macht aber nichts, weil von den restlichen 18 stehen 15 in Schnellschussreichweite. Das sind 30 Schuss und 3 normale. Mhm. Wieder auf die 3, der erste Teil. Ja, yep. Nicht. Nicht so schön wie gerade. Ja, mir reicht das schon ziemlich. Ja, so. Ja, aber sind jetzt schon mehr raus wie gerade. Und der zweite Teil. Na guck. Der Lichtkippe, den ja. Will ich nochmal. So. Der nicht, der nicht. Boink, 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 boink. So, und der Rest. Mit Stärke 4 auf Widerstand 4, Wunden auf die 4. Treffen. Als gerade. Aber Treffen ist immer besser als Wunden bei dir, ne? Da musst du ja. Also da verbessern. Ja. Du hast eine Handvoll. 6, 8, 10, 12. 12. Und passen 12 in der Hand rein? Ja, nee, die kleinen Würfelchen. So. Kleinen Würfelchen in den großen. Die süßen. Ja. Die Kinderwürfel. Oh. Oh. Warte. Du hast. Das reicht nicht ganz. Mm, die sind dann wohl weg von dem Messer. Aber nur ein bisschen. Das wollen wir LA Ich würde sagen, fahren. Das ist dann First Blood. First Blood, ja. Wow, in Zug 2. Mit Elder wäre das nicht passiert. Da wäre wahrscheinlich in Zug 1 schon gekommen, wa? Ja, sicher. Ja, sicher. Dann ist als nächstes wieder der Zetan an die Reihe auf die Terminatoren. Mal gucken, was wir für eine schöne Attacke haben. Der war noch in 24 Zoll. Ja. Das sind 24 Zoll. Den Zeitstrahl. 24 Zoll mit der Stärke Titanenkillerwaffe DS1. Ach ja, das macht mal einer. Präziser Schuss. Präziser Schuss. Der Chef steht eh vorne. Hast du gut gemacht. Ja. Treffen auf die 3. Gerade so. Close call. So, und jetzt. Titanenkiller-Ergebnis. Alles außer einer 1. Nein! Tadam. Super! Das ist die Wiedergutmachung für First Blood. Ja, ist gut. Schade Schokolade, außer Spiel ist nichts gewesen. Ja, kann man nichts machen. Während der Bernd sich im Hintergrund schon mal seinen Warenkorb zusammenstellt. Voll drauf. So, dann schießt die Spinne mit dem synchronisierten Partikelstrahler auf die netten Marienchen da vorne. Schablönchen? Schablönchen. Oh oh. Aber das sind aber keine 12 Zoll mehr. Nee. Ja. Mach mal im. Der erste war drin. Ich wollte sagen, also der bei 12 ist Zoll der erste ist, auf jeden Fall ist der erste drin. Und bei dem ersten wird das. Na, knapp mit dem eigenen Modell, aber noch zu machen sein. Ich halt. Der Scatter Die. Da. Doch. Oh. Das ist. Weg. Flupp. Nix. Sechs. So. Aber es synchronisiert? Synchronisiert. Hm. In die Richtung. Oh. Yeah. Oh. Ja, 2 Zoll hier vorne rüber. 2 Zoll ist hier so. Das ist. Warte mal. Also kann er nicht mehr sein, sondern genau. 2 Stück. 2 Stück. Von den Prätorianern. Genau, den du damit umgekegelt hast. Genau, sind wir beim Bowlen. Ich wollte noch aus Reichweite kegeln. Einer. An der Halbwunde, ne? Direkt. Das heißt. Was hat denn da für eine Stärke, das Ding? Bei Stärke 6 wären eventuell sogar beide ja dran. Partikelstrahler Stärke 6 DS5. Das heißt, safe. Was haben die für einen Widerstand? 5. Dann ist mit Stärke 6 die 2 nichts gewesen. Nee, aber mit der 6. Ja, eine aber Wunde? Eine 2 und das heißt, dann ist eine Wunde, genau. Ein Rüsten ja. Mit auf die 3. Ja, Kippe. Nö, Reanimation. Nö. Nö. Einer weg vom Fenster. Nee, warte. Von hier. Nicht also, Barrage.
Genau. So. So. Das gut. Ist nicht immer voll sinnvoll, dass man von da wegen dem Wäscher da nicht da war. Bisschen schwund ist immer. Ein bisschen schwund ist immer, genau. So. So, dann wollen die Prätorianer in die Marines reinchargen. Ja, dann werden die doch mal overwatchen. Dann tun sie das. Musst du eine Special Marine nicht separat werfen? Ja, mach ich. Deswegen zuerst die 8 normalen. Doch. 2. Ich überlege gerade, ob die Doktrin auch jetzt noch zählt. Bis zum Ende. Was weiß ich denn? Nee, wirkt nicht mehr. Also jetzt auf die 5. Einer. Einmal die 3. Jo, die ist 6. Und der Special Marine. Nope. So, kommen wir ran. Ich würde sagen, ganz dezent. Was ist das? Zeit für einen Siegerschluck. Die Dose ist auch blau. Ja, sag ich ja. Zeit für einen Siegerschluck. Du weißt nicht, ob du da reinkippt, dann vielleicht bist du auch gleich blau. Und dann kann es ja nur lustig werden. Dann wird's nur irgendwie. Und sauig. So, alles klar. Und die Rest wollen da reinchargen. Ach so. Du wolltest nur wieder schnüffeln. So. Da habe ich drauf. Deswegen habe ich es nochmal gemacht. Und dann sind wir dann auch schon im Nahkampf. Willst du anfangen? Was wird? Ja, das ist verlockend, oder? Komm schon. Du willst nein, das machen wir am Schluss, weil das ist wahrscheinlich viel schöner als das hier drüben mit den ganzen Turmplates. Dennis. Ja, Dennis wieder anfangen, genau. Auf die 4. Auf die 5. Nix. Boring. Oh, war sogar ein Würfel zu viel. Soll ich wiederholen? Lass mich kurz überlegen. Nein. Auf die 4. Boring. Das sind zu wenig Würfel. Nö. Ja, super. Ja, gut. Boring. Zauberhaft. Halt mal weiter rein. Schönes Ding. Ja. Dann hier so. Die Breath als erstes. Jawohl. Sind 12 Attacken. Mhm. Weil 3 im Grund plus 1 fürs Chargen pro Modell sind 12 Stück. Genau. 8, 9, 12. Mit KG 4. Die 4. Mhm. Nicht gut. Die treffen 4 Stück. Mit Stärke 6 auf Widerstand 4. Also auf die 2. Ja, das sind 4 Stück. 4 Stück. 2 davon sind direkt mit DS2 durch. Ja. Weil das 6 sind. So, der Special Marine! Ja, der ist weg. Und zwar auf die 3. Die safe. Sind safe. Dann hauen 3 zurück auf die. Mhm. Auf die 4. Und auf die 5. Oder auch nicht. Ist das ein Veteran Sergeant? Achso, hier. Der ist da. Nein, das ist normal. Nein, nein. So, dann hauen meine zu mit 3 Einheiten Attacken pro Modell. 3, 6, 9, 12, 15. Und der ist noch. 3, 2 darfst du reinpeilen. Ja. Ich glaube, die beiden nicht. 2, 4, 6, 7. 21 Stück. Mhm. 4, 6, 8, 10, 16. Mit Stärke 5 DS2. Ich möchte eine Vorhersage abgeben. Dennis bleibt stehen. Ja. Erstmal auf die 4. Erstmal auf die 4. Posi, da musst du dich nur steigern im Laufe des Kettenbaus. Mal schauen, der Abend ist ja noch jung. Weil der Death Star kommt gleich erst noch. Mhm. So. Und jetzt auf die 3. Wow. 1, 2, 3. Dann ist der Druck durch. Das war aber auch knapp genug. Waren 5 Stück. Waren 5. Trotzdem knapp genug. Für so viele Attacken. Und dann müssen sie sich konsolidieren. So, dann konsolidieren sich die. Die Prätorianer 3 Zoll. Pep. Genau. Pep. Und die Verdömmchen. Zurück! Zurück! Nichts zurück. Ich finde, der Tobi, der sollte die Gäste hier nicht so beeinflussen. Lass ihn doch mal alleine spielen. Ich finde das ganz gut, was Tobi macht.
die blöden Wrestler mit ihren Tentakeln. Ja, das stimmt allerdings. Ich meine Donne gut. Der Fossi hat ja nicht. Ich bin dir auch so sehr dankbar. Nicht wahr? Ja. So. Jetzt hast du Punkte gesammelt. Jawohl. Ja. Lass mich mal gucken. Für drei beliebige Missionsziele. Eins, zwei, drei. Das heißt ein W3. Zwei. Feindlichen Flieger konnte ich nicht runterholen und feindliches Charaktermodell habe ich auch nicht runtergeholt. Das heißt, doch, ein Sergeant. Gut, also Charaktermodell habe ich auch, dann schmeiß ich Luftraum sichern ab. Das war's mit den Necrons, Zug 2. Du hast dann 6, du bist hier rot. Bitte? Du bist der rote Würfel? Ja. Dann hast du 7, du hast auch noch First Blood. Der ist da schon mit drin, stand vorher 2 zu 2. Ah, okay. 3, 2 oh, okay. Für First Blood. Okay. Das so. Jetzt noch. 2 dazu sind wir bei 5. Ne, 3 dazu sind wir 6. Bei 6. 6 zu 2. Ja. So. Willst du vorziehen? Nein, ich möchte für meine Reserve würfeln. Willst du da würfeln? Mhm. Okay. Dann einmal für den kleinen Flieger. Nein, der große. Jau. Dann muss ich nämlich jetzt mal gucken, wo ich hin will. Okay.